Hallöchen, Leute! Endlich geht's weiter! Juhu! Juhu, endlich! Ah, ich musste schon vor der Aufnahme stöhnen, als ich die Musik da zu hören bekommen habe. Ach manchen, manchen. Ja, im letzten Part haben wir ja so gesehen das Tutorial. Na, kommt. Mal schauen, ob noch ein bisschen Tutorial kommt, aber das Anfangszeug haben wir hinter uns gebracht und viel stöhnen und viel geil. Warum habe ich so oft geil gesagt? Das hat mich selber jetzt dann beim Bearbeiten und so irritiert. Naja, da die Habitat-Liste unten, da seht ihr das, da unten. Ihr habt sicher sehr viel gesehen, ja. Naja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich sieht man unten dann mehr Pokémon. Hier gibt es Pokémon, die du nicht gefangen hast. Okay, dann sieht man hier noch mehr Pokémon. Und wenn man die irgendwie so schon antrifft oder sowas. Ich glaube, Winkel, genau so heißt es. Gibt es ja auch noch. Na, keine Ahnung, ob es im Remake genauso wie so ist, aber naja. Möchten wir dahin? Hinlatschen. Wir wissen, dass der ein Spasti ist. Okay. Da kommt ein neuer Ort. Und? Oh Mann. Diesmal sage ich nicht mehr geil, aber diese Winkelchen, diese Möwen. Das Wasser ist tiefblau. Ah, diese See schaut auch geil. Oh. Nein! Ich habe meine Chance verpasst. Naja. Kriegt man hier eigentlich auch so einen Überblick? Ich glaube nicht, oder? Wo ist Altstadt, ne? Keine Ahnung. Ich sage auch so oft keine Ahnung, warum. Rosalstadt bleibt es für mich. Egal, ob es da Rosalstadt steht oder sowas. Hier gibt es ja eigentlich auch. Ja, vielleicht mal schauen. Mal schauen. Wie gesagt, keine Ahnung, welche Teammitglieder ich dann mir holen werde. Naja, ein paar weiß ich doch schon. Aber mal schauen. Mal schauen. Und ich bin auch gespannt, ob es hier den OP-Teiler gibt. Da versteht ihr, was ich sagen möchte. Und der erste Trainer-Battle steht hier, da dieser Spasti da, der möchte gegen mich antreten, auch wenn ich krepierend auf dem Boden liege. Nur weil ich ihn in die Augen gesehen habe. Mal schauen, ob das stimmt. Weil sie sagen dauernd, wenn du Augenkontakt hast, dann dreht den an. Wenn man jetzt so hingeht. Jetzt! Habt ihr es gesehen? Ihr habt es gesehen, oder? Er ist zuerst losgegangen. Wer der Pokémon dabei hat, gilt offiziell als Trainer. Deshalb musst du gegen mich kämpfen, ich fordere dich nämlich aus. Okay, er sagt es nicht, aber ich glaube der nächste Trainer. Angster, genauso wie im Original. Und ein Zubiri-Shirt hat er an. Ach Mann. Oh, ich stöhne schon wieder, aber ich kann es nicht lassen bei dieser Mucke. Höhenmusik habe ich am liebsten einfach und jetzt die geremixte Musik. Es geht einfach nicht anders, Komm schon, Skyline! Und ich glaube, ich behalte sogar Sky im Team. Also, naja, mal schauen, wie das Training dann wird, weil... Wenn es so einfach wie in Pokémon X und Y wird, dann werde ich schon einige Teammitglieder haben. Nicht nur 6, 7 oder 8, sondern mehrere. Naja, mal schauen, wie das Training hier wird. Kommt drauf an, ne? Und ich werde jetzt jeden Part mit Dangoline begrüßen tun, ne? Weil er schon süß ist. Oh. Ah, ich habe verloren, ich hätte fleißiger trainieren sollen. Was sprichst du so doof? Aber das ist auch schön, dass die... Oh, ich habe was gehört. Bist du da drüben? Ja, seht ihr das? Da drüben. Oh, nicht mehr so ein Schwanz. Aber ganz langsam hat uns ja Maike erzählt. Ganz langsam, noch langsamer. Bis wir stehen bleiben. Mal schauen. Das hat eine seltene Attacke. Aber wer erwartet uns hier? Ein... Loturzel, sollen wir das? Sollen wir alle Pokémon ins Team nehmen? Mal schauen, was du für eine Attacke hast. Obwohl, Sky, bringe es nicht um, diese Loturzel. Und ich habe mir keine Liste gemacht.
notfalls muss ich meinen anderen 3DS holen und das Spiel aufmachen. Das kann ich eigentlich machen, aber da müsste ich was cutten tun. Okay, Heuler, und was hast du noch drauf? Ich möchte sehen, was du noch für eine Attacke hast, deine seltene Attacke. Taumeltanz. Was ist das noch? Was war das, diese Animation? Aber sollen wir Loturzel? Wen haben wir jetzt? Wir haben Gekkabor und Pfiffchen. Unlicht. Gras. Aber Wasser habe ich schon. Ich habe schon Wasser. Nee. Wasser möchte ich doch jemand anderen reinbringen ins Team. Und ich habe voll vergessen, dass wir verwirrt sind. Nein, warum überlebst du das? Juhu, er ist hier paralysiert. Taumeltanz, hör auf, das zu machen. Ich liebe den Smoke. Ach, Mann. Und was ist mit Frau? Habe ich in Sabir angesprochen mit diesem Binnen-Ion. Es soll gleichberechtigt werden, auch in der Sprache. Das ist ja auch so bekloppt. Genauso jetzt bei Oman, bei dieser Aussage, kann man jetzt auch daherkommen. Sag, oh Frau! Oder oh, geschlechtslos. Keine Ahnung. Aber so bekloppt ist das manchmal. Hoppla, unsere Blicke haben sich getroffen. Ja, komm, jetzt habe ich dich angesprochen, also stimmt schon. Das heißt, dass ich mit meinem Käfer-Pokémon gegen dich antreten werde. Aber auch schön, dass da... Mal schauen, Baldur, du heißt genauso. Oh mein Göttchen. Dass die auch alle einen neuen Anstrich bekommen haben. Das finde ich eh geil gemacht, dass die alle... So, wie nennt man das... Keine Ahnung. Ich möchte Musik lauschen, deswegen bin ich jetzt für immer ruhig. Nein, das natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Komm schon, Skyline, du Level 6 jetzt! Aber ich mag eigentlich Pfiffchen. Also habe ich auch nichts dagegen. Warum vorher Volltreffer so in Gelb geschrieben? Naja, ich habe nichts gegen Pfiffchen. Das ist ein süßer Hündchen. Ein süßer Hündchen, ne? Okay. Wir haben Baldur besiegt. Ha, das ist alles so ehrlich. Autsch, verloren! Warum reden die alle so bekloppt? Ich weiß doch nicht. Ach man, dass die alle also Artwork bekommen, das ist auch schön. Das wollte ich ansprechen, ne? Wenn du einem Trainer in die Augen schaust, forderst du ihn heraus. So funktioniert das hier, ja? Schnell. Na, schnell eben nicht. Langsam schnell. Ja, langsam schnell hinschleichen. Aber die tauchen doch sehr oft auf. Okay. Sollen wir ein Gehweier? Käferflug. Also jetzt ist es noch Wasser. Na, Wasser, ja, Käferwasser, aber dann Käferflug. Nee, spricht mich jetzt nicht so an. Was hat das eingesetzt? Was hat das eingesetzt? Stirb, du Mistvieh. Okay, das riskiere ich nicht mit unserem Skyline. Komm schon, Aerion. Eigentlich müsstest du jetzt auch wieder sehr effektiv gegen unseren Aerion sein. Wir haben eine Käferschwäche. Das gefällt mir nicht. Stachelfinale. Ist das eine neue Attacke? Naja, aber gegen unser Aerion-Leinchen, unser Tenma-Lein, das weiß ich auch noch nicht. Soll ich das oder... Ich glaube, ich orientiere mich eher am Spiel, was ich gezockt habe und nicht am Anime. Auch wenn ich Tenma auch einen geilen Namen finde. Tenma und Aerion. Tenma Aerion. Genauso heißt er. Hallo, hast du was zu sagen? Du bist kein Trainer, oder? Ich bin einfach so klein wie Patsik. Was war das? Für das springt mich gleich ein Pokémon an. Ein Drassler vielleicht. Ein Tick-Tack-Tack-Tack. Eigentlich können wir jetzt eben mal schauen. Also achten wir da unten. Unten habe ich gesagt. Die Musik, die ist so geil. Die ist so geil. Okay. Seht ihr da die Schatten? Die Schatten der Schattigkeit. Ja, das weiß ich. Aber man sieht wenigstens so als Schatten. Und auch geil der Hintergrund, dass das an das Original gebunden ist. Das ist alles so herrlich. Ich glaube, ich gehe jetzt kurz heil, weil ich möchte mit Skyline ein bisschen trainieren, ne? Also bis gleich.
Das macht mich so fröhlich, nur durch die Welt zu laufen. Das ist doch herrlich. Das ist einfach so herrlich, ne? Ich fange mir jede Menge Pokémon. Jawohl, ja! Jawohl, ja! Bidiza und Dingsbums. Jetzt muss ich nicht nur an Bidiza denken, wenn ich Jawohl, ja höre, sondern auch an Wandli, ne? Aus in der Summe-Level. Sie nur Bären, also gut, dass ihr auch Bären gibt. Und eine Animation, das gefällt mir auch, dass man das kriegt. Aber das ist ein bisschen unrealistisch gewesen. Warum glitzert das jetzt alles so? Los, schnapp sie dir alle! Schnipp sie dir alle. Also so abschneiden die Bären. Mann, ich möchte nicht aufhören. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Du da willst gegen mich antreten, oder? Ist gerade erst Trainer geworden. Dann sind wir beide Anfänger. Ja. Am Anfang war gerade irgendwie komisch. Naja. Du Hugo, was machst du hier, Hugo? Ach ja. Ich muss auch sagen, wie sagt man zu denen halt? Die Kleintrainer, also die Kinder da. Die Standard-Kindertrainer da. Haben mir in X und Y nicht so sehr gefallen vom Design her. Aber das gefällt mir dann schon eher. Ne? Pfiffchen haben wir jetzt besiegt. Wir haben einfach so deinen Köder geschlachtet. Stirb! Ein Schwalbini, das passt doch mit unseren Donner-Tienchen. Skyline. Ach ja, und das habe ich auch noch gesehen. Bemerkt. Als ich mir nochmal unsere Pokémon angesehen habe. Am besten wäre eigentlich für unser Gekkabor eigentlich Aitor gewesen. Weil der ist ja eher hinterhältig und nicht Erhören. Aber ist egal. Ich wollte einfach unseren Starter Erhören nennen, weil ich es kann. Ich habe dich eigentlich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Was haben die alle heute? Die reden alle so natürlich, ja? Na? Jetzt schleiche ich mich an dich heran und erschrecke dich. Boah! Ich habe noch keinen einzigen Kampf gewonnen. Boah! Hör auf, mich so zu erschrecken. Hoffentlich gelingt mir das bald. Und das ist auch immer so ein schönes Detail. Wenn man da vorbeirennt an so einem Schild, dann schaut er auch hin. Seht ihr das? Auch wenn er, ja, immer die Kopfbewegung. Das mag ich. Hallo, du schaust irgendwie aus wie heißt Bianca? Milktank-Trainer, Frau Arena-Leiterin. Mein Ziel? Immer gewinnen und zum besten Trainer aller Zeiten werden und du wirst mir dabei helfen. Ja, indem ich dich besiege. Du Göre, Karin. Oh, Karin, heißt nicht so Digimon und die kleine Schwester von Tai? Heißt die nicht so? Naja, schaut doch ein bisschen so aus wie sie. Naja, komm schon, Donnerzahn ist nieder! Ich muss schon wieder so stöhnen. Ich muss immer stöhnen und warum habe ich das jetzt in die Hand genommen? Ich wollte irgendwas in der Luft herumwedeln lassen. Ich bin gekloppt im Kopf. Und ich bin wirklich gespannt auf wie heißt er? Nicht Hugo, sondern Heiko. Sie fangen alle mit H an, also man kann das schon mal verwechseln. Sieht so aus, als hätte ich eher deine Karriere angekurbelt. Und deine, weil du musst aus Niederlagen lernen, genauso wie Siege. Ah, mein Arm tut heute irgendwie so weh. Das tut weh irgendwie. Lern von deiner Niederlage, lern! Um auf der Straße der Sieger laufen zu können, brauche ich mehr Pokémon. Nein, du musst aus deinen Fehlern lernen und dann passiert das schon. Pokéball, Trank, Juchei. Naja, ich bin halt gespannt auf Aiko, weil... das habe ich auch in meinem Saphir-Let's Play angesprochen. Schauen wir mal, ob wir selber ein Drasselar finden, wollte ich sagen. Hey, ich störe dich aber dabei. Aber du kommst hier eigentlich nicht vor im Original, also mal schauen, was du zu sagen hast. Und wie läuft's, Devi? Schleichst du dich auch immer schön an versteckte Pokémon an und benutzt fleißig dein Pokédex-Navi gewöhnt? Ja, kein Stress, Frau. Dein Pokédings reagiert auf Pokémon. Nee.
Ich hätte gedacht auf Katzen. Keine Pokémon-Katzen, sondern Katzen. Da steht's. Da steht's. Da steht's. Was soll das? Keine Ahnung. Die sich in der Nähe aufhalten, wenn du einen Suchmotor tappst. Okay, Suchmotor aktivierst. Das ist wahnsinnig praktisch. Jetzt schon wieder? Schon wieder was? Hä? Was? Was hat dir so geraschelt? Ein Drassler vielleicht? Oh, hey, schau mal da, Sebi. Was passiert jetzt? Oh. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Und zur nächsten Stadt zu Blütenburg. Blütenburg City. Wie heißen diese Pokémon noch gleich? Du weißt das nicht. Du bist die Tochter von einem Professor und weißt nicht mal, was ein Papinella ist. Gut. Papinella, oder? Am besten schaue ich nachher mal in meinem Pokédex-Navi. Nur um sicher zu gehen. Ja, das musst du auch lernen. Nicht zu vertrauen auf Pokédex. Das musst du dir selber einbringen, ne? Da ist auch schon das Ende von... Das Ende aller Endigkeiten! Das ging schneller als gedacht. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit irgendwie wie im Fluffy. 17 Minuten? Ja, kann man schon sagen. Wenn es jetzt schon 17 Minuten sind. Da, sieh nur, bis nach Blütenburg City ist es noch ein Mauzi-Sprung. Seh wie dein Vater, Norman, ist dort der Arenaleiter, stimmt's? Ich will ihn unbedingt zum Kampf herausfordern. Aber erst, wenn ich ein bisschen stärker bin. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich darf auch nicht so herumbrödeln, weil mein Seeleute... Oh. Oh, da unten. Da unten vielleicht. Naja, mein Ziel ist es... Wo bist du? Da unten? Ich seh's nicht. Nein! Nein! Ich... Manchmal bleibt da einfach so stecken und Steckigkeit. Naja, eigentlich wollte ich Heiko ansprechen. Naja, egal. Ich wollte einen Drassler sehen. Vielleicht nehme ich ja auch ein Gardevoir ins Team. Mal schauen. Oder das andere Viech. Das andere Viech ist auch egal. Mein Ziel ist es heute... Ich möchte auch immer wieder nachschauen, wenn so welche Pokémon auftauchen. Aber die kommen irgendwie öfters vor als gedacht und ich rutsche da immer aus. Ich rutsche da immer aus. Naja. Ah, Mann. Nur die ersten Millisekunden, da kriege ich schon einen Flash. Schauen wir uns erst einmal das Schild an. Blütenburg City, wo Menschen Hand in Hand mit der Natur gehen. Das ist wirklich schön, diese Übersicht, die einem geboten wird, wenn man diese... Ah, die Musik ist so geil. Schon wieder geil. Nein, warum? Warum sage ich immer geil? Hallo! Das Spiegelbild, das schaut schön aus. Ach ja, bist du auch dieser Prophet? Wie heißt's? Keine Ahnung. Ein Spasti, der klug herumredet. Oh, ich mag dieses Detail mit dem Niederbeugen. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an der die Angst... Was siehst du in deinem Spiegelbild? Dass es ein geiles Spiel ist! Das sehe ich. Ach man, du bist auch so ein... Ich weiß jetzt nicht, wie man das sagt. Was ist denn hier? Kann man hier irgendetwas machen? 20 Minuten, keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Naja, ein bisschen ansprechen. Und Heiko, ich bin einmal gegen Norman angetreten. Wow, war der stark. Wie soll ich es sagen? Ich hatte den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Ja, so soll auch ein Trainer sein. Nicht einfach so, jetzt besiege einfach das Miststück. Na, so soll man seine Pokémon nicht umgehen, weil das jeder so macht. Ja, keine Ahnung. Norman ist unser neuer Trainer leider. Ich glaube, er ist mit seiner Familie aus der Johto-Region hergezogen. Ja, wir sind Jotianer. Jotuaner. Jotianer. Nicht Kantianer, sondern Jotianer. Keine Ahnung. Juhu, eine Runde, weil ich's kann. Ja, ich bin halt gespannt auf Heiko, weil ich muss sagen, ja, es ist, was machst du hier? Was machst du hier? Norman, bist du das Vater der Vaterschieligkeit? Nein, der hat ja so, okay. Nicht schlecht. Ja, das war ein guter Kampf. Dann
Danke! Danke! Was war das, keine Ahnung? Du kannst mich jederzeit ein weiteres Mal zum Kampf herausfordern, ja? Ich freue mich schon darauf. Sehr, sogar. Dich und deinem Team lieber zu sehen, wenn ihr stärker geworden seid. Vielen Dank. Ab jetzt lege ich jeden Tag eine extra Stunde Training ein. Bis zu unserem nächsten Kampf. Jawohl, ja, Arenaleiter Norman. Ich habe viel von Ihnen gelernt. Vielen Dank für alles. Jawohl, ja. Warum so viele Jawohl, ja's? Hä? Nein, jetzt bist du auf einmal hier, Sebi, oder? Warum? Was ist mit meiner Stimme passiert? Ich weiß nicht. Na, wenn das nicht mal Sebi getun ist, dann ist das mit dem Umzug alles glatt gelaufen. Ich weiß nicht, irgendwie... Weiß ich nicht. Ich lese einfach vor. Das wäre das Beste. Bevor ich irgendwie ein Blattsprach herplatsch. Aber was stehen wir eigentlich hier draußen herum? Lass uns in die Arena in aller Ruhe miteinander reden. Mir nach, Sebi. Mir egal, ob du willst oder nicht. Du musst reinkommen. Oh. Sag mal, hast du es etwa alleine hierher geschafft? Wow. Das ist ein Trainer. Diesen Weg alleine. Das ist wirklich beeindruckend. Hey, du hast schon ein Pokémon-Team. Na, dann ist die Sache klar. Du willst bestimmt in meine Fußstapfen als Trainer treten. Irgendwie Trainer treten, das hört sich so komisch an. Auch schon damals in Pokémon Saphir. Habe ich recht? Da bin ich mal gespannt. Oder ich möchte... Ja, Heiko, komm her, Schätzchen. Oh, wie habe ich gewusst, dass Heiko jetzt kommt? Oder es kommt irgendwer anders. Aber Heiko hat anscheinend eine andere Musik bekommen. Die kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Naja. Entschuldigung. Ich hätte gerne ein Pokémon. Da bist du ja. Darf ich dich wirklich noch einmal knuddeln? Wirklich noch einmal knuddeln? Hm? Wer? Ah, Heiko, nicht wahr? Ja, genau. Ich habe heute für eine Weile zu meinem Verwandten nach Wiesenfloh und hätte gerne ein Pokémon als Begleiter. Sie wissen schon, damit ich mich dort nicht so einsam fühle. Aber ich habe leider noch nie ein Pokémon gefangen. Ich weiß noch nicht mal, wie das überhaupt geht. Ah, verstehe. Hast du das gehört, Sebi? Ja. Ja, und weiter. Hilf Heiko doch bitte, ja, ein Pokémon zu fangen. Wäre das einfach irgendein random Typ mir... Hätte ich gesagt, mir egal, mache halt selber. Nee. Aber für Heiko tue ich natürlich alles. Hier, Heiko, ich leite eins von meinen Pokémon. Ein Sechsachs, ja, da, weil fünfter Arena-Leiter... Das ist wirklich merkwürdig, irgendwie die beiden Projekte gleichzeitig zu zocken, weil die reden irgendwie genau das Gleiche und dann komme ich auch mit dem Gleichen daher. Oh, wow, ein Pokémon. Und diese Pokebälle bekommst du auch noch gleich dazu. Gib dein Bestes. Yahoo! Yahoo! Wahnsinn, dankeschön. Hallo! Mann, ich möchte dich knuddeln. Du heißt Sebi, nicht wahr? Es würde mich sehr freuen, wenn du mir bei meinem ersten Fang etwas über die Schulter schauen würdest. Aber fühl dich bitte auch nicht dazu gezwungen, ne? Ich geh schon mal voraus. Für dich durch alles, Heiko. Naja, das sage ich jetzt einfach einmal so. Heiko ist einer, wenn nicht mein Lieblingsrivale. Auch Maike, besonders in diesem Spiel, gefällt mir auch sehr gern. Halt sehr. Aber Heiko, keine Ahnung, das ist irgendwie der erste Rivale, der nicht wirklich so ein Arschloch ist wie die vorherigen zwei. Irgendwie sympathischer halt. Und ich mag auch einfach sein Design, ne? Sebi, Pokémon verstecken sich im hohen Gras wie diesen hier, oder? Jawohl! Kannst du mal hier bleiben und mir beim Fangen beobachten und eingreifen, wenn's schief geht, bitte? Wow! Und natürlich kriegt er wieder ein Drassler, ein männliches Drasslerlein. Ein Hideyoshi, oder? Oder? Mal schauen. Oh... Ja, auch wenn er unsicher wirkt. Ich mag ihn einfach. Ja, männliches Drassler, natürlich. Aber auch interessant, dieses Tutorial, dass man da nicht selber... Naja, am besten wäre, wenn das Spiel uns fragt, ob wir dieses Tutorial sehen wollen. Aber naja. Aber auch interessant, dass wir selber nicht das Pokémon fangen, sondern ein anderes. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil in der ersten Gen, naja,
Da gab's halt den alten Opa, der übernimmt das. Was habe ich mir denn gedacht? Irgendwie... Keine Ahnung, was ich mir gerade gedacht habe. Irgendwie bin ich schon gar kein Kopf heute. Es ist schon Abend und ich habe einen anstrengenden Tag gehabt. Heute ist Samstag und da musste ich in die Uni für 5 Stunden Lehrveranstaltung. Das ist anstrengend. Naja, Lasse Trassler wurde gefangen. Ein Hideyoshi wurde gefangen. Juhu. Viele mögen ja ein männliches Gardevoir überhaupt nicht. Aber ich habe nichts dagegen. Ich wünsche mir sogar ein männliches, damit ich es Hideyoshi nennen kann. Einfach der perfekte Name. Ich hab's geschafft, ja. Joho! Naja. Juhu, naja. Ich habe eigentlich nichts gemacht. Warum dankst du mir? Lass uns zurück zur Arena gehen. Ja, Heikolein. Ach Mann, ich mag ihn. Ich mag ihn. Und hat es geklappt? Ja, wunderbar. Und die Spiegelung im Boden, das ist auch gut. Das ist auch ein schönes Detail. Ich gebe Ihnen Ihr Pokémon zurück. Oh, Ihr Pokémon. So sind wir, Heiko. Sehr vielen Dank für deine Hilfe. Warum sprichst du mich nicht mit Ihrer Hilfe an? Naja, der Respekt der Jugend von heute. Naja, alleine hätte ich dieses Trassler nie gefangen. Ich werde mich gut darum kümmern. Ehrenwort. Das glaube ich auch. Ach ja, ich möchte noch... Was? Noch irgendwie erkenntlich zeigen. Ich kann heute nicht mehr lesen. Sebi, darf ich mal kurz dein Pokénavi-Dings da haben? Und fertig. Was hast du gemacht? Was ist das? Ist das Pokémon-Ami? Nein. Oder? Mal schauen. Was ist das? Mit Pokerspiel-Navi-Dings kannst du deine Pokémon kraulen und besonders Trainingslektionen unterziehen. Jawohl, Pokémon-Ami, oder? Juhu! ja. Online-Dings kann man auch machen. Ich habe schon so darauf gefreut, gut endlich Zeit mit Pokémon verbringen zu können, dass ich mich über die Funktion des Dings da schlau gemacht habe. Ja, Trassel und ich werden immer das Beste geben. Ich hoffe, das gilt auch für dich, Sebi. Wie spät ist es eigentlich? Meine Mama wartet bestimmt auf mich. Ich muss nach Hause. Tschüss, Norman. Ja. Ich bin schon gespannt auf den Werdegang, ja. Aber jetzt du und Sohnemann. Sebi, wenn du ein guter Trainer werden willst, hör auf meinen Rat. Nicht weit von hier befindet sich eine Stadt namens Meteros City. Dort solltest du als nächstes hin und die Arena-Leiter Felicia herausfordern. Danach besuchst du die anderen Pokémon-Arenen und versuchst die jeweiligen Arena-Leiter zu besiegen. Ja, ich bin auf den Kopf gefallen, wie dieser Team Aqua-Rubler in einem Paralleluniversum. Ja, für jeden besiegten Arena-Leiter hältst du einen Orden. Ich bin natürlich auch ein Arena-Leiter. Eines Tages gegeneinander antreten tun wir. Und mein Deutsch ist auch so gut wie jener Rüpel. Aber vorher musstest du noch einiges stärker werden tun. Keine Ahnung. Was steht denn hier? Blöden Punkt. Sieht die Arena tun? Aber jetzt wird's doch noch etwas länger. Ich zeige euch mal, wie ich das meine mit dem Stadterkunden. Wenn ich das rauscutte oder nur interessante Dinge, die mir gerade so spontan einfallen oder sowas zeigt. Und ich schaue mich jetzt hier mal kurz um, ne? Ne? Oh, ich habe ihn schon seit Ewigkeit nicht mehr so strahlen sehen. Heikolein, das sind Heikos Eltern oder Erziehungsberechtigte. Naja, wer weiß. Wer weiß, vielleicht ist er nicht einmal Sohn. Warum ist das immer so ein Drama? Das ist das Realistischste überhaupt, dass Mann, Frau sind hier und das sind wahrscheinlich nicht die Eltern, weil das in der heutigen Welt so wahrscheinlich ist. Also wahrscheinlicher als Eltern. Was soll das? Keine Ahnung. Wer? Ach, du bist Sebi. Danke, dass du vorhin dich um Heiko gekümmert hast. Heiko war schon seit frühester Kindheit immer sehr gebrechlich. Oh. Da kommt gleich Schutz, nimm Arm nehmen und beschützen Effekt von mir. Keine Ahnung, vielleicht mag ich ihn deswegen auch irgendwie. Dass ich irgendwie, ja, ich muss mich um ihn kümmern, ich muss. Naja, deshalb soll er für eine Weile bei meiner Familie in Busenflierkur gehen.
Die Luft dort ist einfach um Welten besser als hier. Du möchtest bestimmt mit Heiko sprechen, oder? Er ist leider schon unterwegs nach Wiesentor. Das ging aber schnell. Ich frage mich, wie weit er wohl auf der Reise inzwischen gekommen ist. Hoffentlich greift keiner ihn an. Ein Rüpel oder sowas. Wer ist ein Rüpel? Ich weiß nicht. Im Regal stehen lehrreiche Bücher, jedes einzelne von ihnen mit unzähligen Notizzetteln. Och Mann. Och Mann, er ist ein guter Trainer. Er ist ein guter Trainer. Er ist zwar gebrechlich, aber er ist ein guter Trainer. Ich sitze auf Heikos Sitz. Und Heiko hat hier sein eigenes Zimmer, nur die Eltern haben unten wieder nichts. Gardenkt, von da, was? In der Nähe von Blütenburg hat jemand allerlei Infos zu den dort lebenden Pokémon eingetragen. Warum können wir das jetzt nicht übernehmen oder sowas? Keine Ahnung, ich muss mich immer auf die Betten hinsetzen, weil ich es kann. Und auch schön in Blau und Gelb. Gelb. Ich kann keine Farben mehr unterscheiden. In Blau und Grün. Ich liebe diese Farbkombination. Blau, Gelb, na Blau, Gelb und Grün. Das ist eine geile Farbkombi. Naja, ich habe eigentlich hier alles erkundet. Eigentlich können wir mal in den Markt reinschauen. Da habe ich kurz reingeschaut. Und da ist auch eine neue Musik. Neue Musik, eine alte neue Musik. Ne? Setzt du schon rein. Ich will nicht wissen, was da in diesen Schützen drinnen ist. Willkommen da hier. Da hier. Ein bisschen Tränke einkaufen können wir doch tun, ne? Ich mag das Spiel, ich mag Heiko, ich mag alles. Ich mag alles, ich bin happy. Wie kann man auch mit Dango an der Seite, mit dir da, wie kann man da nicht fröhlich sein? Ja, naja. Aber wie gesagt, das ist auch für mich etwas anderes. Jetzt Saphir und Alpha Saphir gleichzeitig zu Let's Playen. Ich möchte aber auch nicht immer das gleiche quasseln, also was ich Saphir angesprochen habe. Oh mein Gott! Ich mag das Spiel! Juhu! Ein Brinkel! Der alte Opus. Oh. Schauen wir mal. Was ist das? Aber das war auch ein anderer Ruf. Hat das auch was zu bedeuten? Oh Mann, die Musik gerade. Schade, dass es jetzt unterbrochen wird durch eine andere geile Musik. Aber die war gerade so geil. Nein, nicht schon wieder. Ich sag das oft. Ich sag das wirklich oft. Geil. Geil. Eigentlich wollte ich mir Wünkel auch ins Team nehmen. Als ich mir das erste Mal Gedanken über ein Höhen-Let's Play gemacht habe, habe ich mir eigentlich Wünkel ausgesucht. Naja, ausgesucht. Kam mir halt als erster in den Sinn. Aber nee. Aber nee, da sind jetzt doch einige andere Pokémon, die sich nützlich erweisen und die ich mehr mag. Du da, die Musik ist so geil. Nein, ich kann nichts dafür, ich sag das einfach so oft jetzt. Bevor du einen Ball wirst, schwächen. Ja, das hat eigentlich eben Schwächen. Mann, wenn man da gegen legendäre Pokémon antretet, hilft dir das? Nein. Ah, ist das schön hier. Ist das nicht schön hier? Ah, das Wasser. Oh, schöneste Zeit. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir da auch einen Encounter, wenn man... Nee. Nee. Vielleicht war ich zu schnell. Kann ja auch sein. Oh nein, ich bin kein Trainer, aber wenn Blicke treffen, das sollst du wissen, ja. Die Trainer aber wirklich genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Du Trainer, ich möchte Spuren im Sand hinterlassen. Total lustig sein tun. Ach man, hallo du Fridolin! Fridolin! Keine Ahnchen. Keine Ahnchen. Ja, das gefällt mir jetzt aber nicht, weil unser Skyline, das kann ja nur Donner sein und das ist nicht sehr effektiv. Mal schauen, wie viel zieht's denn ab? Nein, Geduld! Nein, 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 was machst du denn? Was machst du denn, du Nuss? Du Nuss, voll die Beleidigung. Ja, das sollten wir doch überleben tun. Ja, überleben. Ich rede schon so wie Nassloch. Obwohl ich das nicht mach. Ja, aber jetzt könnte ich zum Beispiel ansprechen, wie ich zu Nassloch stehe. Aber das habe ich irgendwie auch schon so oft erklärt. Keine Ahnung. Oh, 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 oh. Naja.
aber jetzt können wir dich besiegen, aber es ist doch etwas gefährlich. Mal schauen, hoffentlich nichts Attacke von diesem, von dieser Samurzel-Dings. Ja, okay. Okay, dann ist es eh nicht so schlimm. Und die Musik. Was? Und zu viel Gestöhne. Ich kann nicht anders. Ich kann einfach nicht anders. Das ist alles Nostalgie und dann auf einmal Remake, das alles erneuert und... Ah! Naja, bleiben wir drinnen. Obwohl Schwalbini könnte doch schneller sein. Und mal schauen. Ja, okay. Okay, kein Problem. Gut gemacht, Skyline. Jetzt könnten wir mal wieder Erwin reinschicken. Findet er nicht. Naja. Irgendwas wollte ich noch ansprechen, aber mir egal. Aber mir egal. Naja, mir egal ist es nicht, aber ich kann mich nicht erinnern. Meine Schuhe sind voller Sand. Das ist ziemlich unangenehm. Die reden wirklich das Gleiche. Genau das Gleiche. Warum laufst du eigentlich dann mit Schuhen hier auf dem Sand herum? Entweder du hast Lust, jede Sekunde irgendwie deine Schuhe auszuziehen, Sand raus und wieder anziehen, oder du lässt es einfach mit Schuhe und rennst dir barfuß herum. Dann hast du keine Probleme damit. Und du, das Meer, was? Ich würde zu gern wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Ja, ja. Ach Mann, das ist alles hier so schön. In dieser Hütte lebt Mr. Brack Brack. Er war ein einst ein stolzer Seemann, der jedem Unwetter trotzte und nie Angst vor dem Meer hatte. Bist du diese Bratze? Bist du diese Bratze? Oh, mein Kleine! Meine? Ist das eine Sie? Okay. Meine kleine Pecco ist heute mal wieder besonders gut gelaunt. Gigi! Ja, ja, ich bin auch gut gelaunt. Jedes Mal, wenn ich das Spiel da spiele. Und ich bin auch irgendwie gespannt auf diesen Typi da, der sich dauernd versteckt. Und die Angel, die möchte ich doch... noch einmal erkunden. Was ist eine Angel? So tiefgründig. Naja, ah, das ist alles so schön hier. Auch diese kleine Hütte hier. Alles so schön. Und ich sag euch, was... Oh, seht ihr das unten da, unter dem Bildschirm? Was hat das zu bedeuten? Ist hier jemand? Aber hier ist doch niemand mehr. Was soll das bedeuten? Da unten ist doch jemand. Wer kann das sein? Das schaut aus wie ein Flamli. Ist ein Flamli oder nicht? Und ich werde immer langsamer, aber jetzt kannst du mir nicht mehr entkommen, weil ich so langsam bin. Und das ist sicher interessant für euch, ne? Jetzt bleibe ich sogar stehen. So, jetzt habe ich dich. Was bist du? Eigentlich, hier kann man zumindest... in Smaragd Merwolf kaufen, wollte ich schon sagen. Merwolf einfache. Das wäre doch was. Hat sich gerade etwas geändert? Ich weiß nicht, das hat gerade irgendwie so ausgesehen, dass es jetzt schon eher dunkler geworden ist. Gibt es hier Nacht oder sowas? Im Original nicht, aber hier könnte man das doch einfach... Doch, oder? Das ist doch jetzt ein bisschen orangener geworden, oder? Irre ich mich jetzt, oder ist das doch jetzt etwas anders geworden? Ist egal, nichts Item, sondern Erwin rübertauschen. Eigentlich kann man das mit dem Stift ganz leicht machen, 40 Minuten. Ja, bist du ein Trainer? Erst einmal die Sinnenbären der Sinnenbärlichkeit. Oder ich mache das einfach offscreen, weil das dauert doch etwas länger, die Bären einzusammeln. Deswegen mache ich es jetzt... Naja, hast du was zu sagen, du Lümmel? Na, nachdem ich immer wieder am dieselben Pokémon-Ort begegnet bin, ist die Suchfunktion meines Pokémon präziser geworden und ich hätte öfters in den Pokémon treffen tun. Fast vergessen. Mit Pokémon spielen Pokémon an mir, natürlich. Ja, ja. Ist es genau das gleiche, oder? Das möchte ich doch sehen. Neue Spiele? Nee, die gleichen Spiele. Aber, ja,
Ah, ich liebe das. Ja, Pokémon Ami, das möchte ich tun. Spielen wir mal mit unseren Aoi Online. Na, wie geht's? Na, jetzt ist untere Bildschirm. Hallo, wie geht's? Mal schauen, vielleicht... In Pokémon X und Y ging das bei mir nicht so gut mit der Gesichtserkennung, aber vielleicht jetzt mal schauen. Nee, und jetzt kann man meine Grimasse vielleicht sehen. Hallo, Zwinker, Zwinker. Willst du nicht irgendwas von mir verlangen, hä? Und? Aber es erkennt wenigstens mir. Das muss man schon sagen. Los, jetzt möchte ich dich ein bisschen streicheln. Ein bisschen streicheln. Aber, naja, mal schauen. Da werde ich sicher auch so viel Zeit jetzt dann verschwenden. Mit nur Pokémon Ami. Das macht es gleich nochmal alles besser. Mit Pokémon Ami, dass es ihr das auch geben tut. Wie kann man wieder switchen? Das möchte ich doch sehen. Nein, das ist der Pokédex. Wo kann man denn wieder switchen? Ich möchte doch das andere... Da, glaube ich, oder? Ja. Ja. Das können wir mal schauen. So, du Schnösel, oder? Du bist doch der Schnösel, aber da unten war ja noch ein Viech. Ich möchte wissen, was das ist. Und ich werde bis zum Wald hineingehen. Und eine Cutscene machen. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also, jene, die das Spiel kennen. Und dann höre ich auf, weil so weit bin ich in Saphir gekommen. Und ich sehe, das wird ziemlich lange. Ich muss mir das doch... Na, mal schauen. Mal schauen. Hallo, du Typi. Ich konnte dich bei Saphir nicht wirklich zeigen, weil Elgato herumgespackt hat. Ich bin reich. Mehr kann ich nicht sagen, ich bin nur rein und deswegen bin ich so toll. Und da mir gerade langweilig ist, bereite ich dir eine Freude und kämpfe mit mir und bin... Was? Ich dir? Keine Ahnung. Du Schnösel der Schnödeligkeit, Schnösel René. Zicksache, und jetzt benutzt er sicher wieder seine Top-Genesung. Natürlich. Aber wenigstens gibt er uns Geld. Ist auch irgendwie traurig, oder? Er weiß es wahrscheinlich auch. Keiner interessiert sich für ihn. Nur die Leute treten nur gegen ihn an, um sein Geld zu haben. Naja, ein bisschen traurig. Aber war das Zitzax nicht auf Level 7 im Original? Naja, also etwas verändert wurde dann doch was. Naja, es gab ein paar Erneuerungen, aber so vom Übernehmen her. Dass nicht alles 1:1 übernommen wurde. Von den Texten und so. Naja, die Texte. Nein. Also die wichtigen Texte, die wurden nicht 1:1 übernommen. Ja, du mich auch mit deiner Top-Genesung. Zwar die unwichtigen Charaktere. Was war das für eine Handbewegung? Und das dauert. Ja, ich muss stöhnen und deswegen dauert alles länger. Die Aussage von meinem ersten Part. Die Aussage dieses Let's Plays natürlich. Das hört sich irgendwie gekloppt an, aber naja. Jetzt redet er schon über sich selbst und lobt sich. Ja, loben. Loben. Dann tut man Finger noch oben. Ja, so ist der Spruch. Naja. Ich mag die Musik, ich mag alles. Habe ich schon gesagt, dass ich hier alles mag. Und jetzt bin ich auch gespannt auf den Wald der Waldigkeiten. Jetzt... Ich habe doch noch 3 andere Teammitglieder im Kopf gerade. Ruckzucki, juhu, Erwian, gut gemacht, Schnösel der Schnödelikai. Warum konnte ich nicht gewinnen? Warum denn? Warum? Warum? Und warum mag mich keiner? Und hast du was zu sagen? Mit Geld kann man vieles kaufen, aber ein Sieg gehört nur ganz selten dazu. Ja. Dann probier's mal mit reinschleichen in den Wald. Yay! Und ich bin gespannt, wie der Wald aussehen wird. Irgendwie, ich bin schon nach ein paar Millisekunden oder Sekunden schon überzeugt. Und schon geflasht von der Musik oder sowas. Nein, ich komme aber da nicht mehr rauf. Hallo, du da, sagst du was, oder? Manchmal ja.
exakt genau das gleiche. Aber da kann ich mir das sparen. Hier liegt doch normalerweise was. Ja, habe ich doch gesagt. Aber so kann ich mir eigentlich eher die Gespräche damit diesen NPCs sparen. Und euch ersparen das Dings hier, oder? Ja, ein Dieb. Ja, die reden genau das gleiche. Genau das gleiche. Also, falls ihr das genau lesen wollt, dann spielt es entweder selber oder meinen Sophia Let's Play. Da lese ich das eher durch. Okay. Okay. Mal schauen. Aber wie gesagt, ich halte mich jetzt noch nicht... Oh. Oh. Was war das für ein Ruf? Wo ist er denn? Wo ist das Viech denn? Wo ist es? Da ist es. Was kann das bloß sein? Ratet, was kann es sein? Das schaut eher aus wie ein Knilz. Mal schauen. Ist es ein Knilz? Ist es ein Grisslein? Ein Suilein? Ist es es? Ist es es es? Und? Nein. Nein, ein Schalokokoko. Eine Schale von einer Schokolade, ja. Aber nie. Nie, nie. Sorry, aber nie. Sorry, aber nee. Da oben, wir müssen da oben hin und dann beende ich schon den Part. Naja, wie gesagt, man, so viele Viecher heute hier. Ich muss aber jedes Anklicksen tun. Anklicksen? Aber das dauert immer so lange. Yay, und jetzt noch langsamer, bis ich steh bleib. Hallo, du Viech. Naja, und? Das, was hat denn so ein Schweif? Ja, ein Wampelein, ein Wampchen. Aber ich möchte kein Käfer jetzt rein ins Team. Zumindest so ein Käfer, oder? Vielleicht, das wäre ja was, Papinello. Naja, ich überleg's mir. Tipps für Trainer, die ich nicht lesen möchte. Weil das Tutorial-Zeugs ist. Nein, ich habe eine Menge Pokémon. Du bist dieser Carpenter-Trainer mit Wampel, ich weiß doch noch. Das schneide ich für euch. Weil, wie ihr seht, du Deadwin. Ha, Deadwin! Nein, er hat drei. Er hat drei, okay. In Sophia hat er sechs Wampel. Wampels. Aber. Ja. Das schneide ich nicht. Ich bin böse. Naja. Wie lang? 50 Minuten? Die werden doch etwas länger. Aber ich möchte nicht sagen, ich schaue, dass ich bei Sophia weniger spiele oder sowas. Weil man muss auch beachten, dass ich, das dauert mir doch etwas lange. Naja, man muss halt beachten, dass ich jeden zweiten Tag nur zock. Weil ich nehme keine Parts im Vorhinein auf. Und denkt mal selber, ihr habt da jetzt dieses Spiel vor der Nase. Würdet ihr das aushalten? Deswegen, vielleicht könnt ihr so verstehen, dass die Parts dann eher länger werden bei mir, weil ich zock das nur jeden zweiten Tag und hier jetzt 50 Minuten, ja, das ist eigentlich viel. Das ist eigentlich viel, aber wenn man jetzt nur bedenkt, jeden zweiten Tag nur 50 Minuten oder eine Stunde, das ist doch relativ wenig. Ich weiß noch, bei Pokémon X und Y, da habe ich nach 1,5 Tagen schon 11 Stunden oder sowas hinter mir gehabt. Das ist gleich ein ganz anderes Kaliber. Aber nur, dass ihr es irgendwie nachvollziehen könnt, dass die Parts doch etwas länger werden. Ich möchte sie auch zocken. Das ist ja das Problem. Es ist nicht so, ich habe überhaupt keine Lust zu zocken. Ja, da wäre das kein Problem, kürzere Videos zu machen, aber naja, ich glaube, ich würde so ein Projekt nicht weitermachen, wenn ich überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Aber naja. Deswegen jetzt etwas länger. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr das wirklich sehen? So lange. Vielleicht. Naja. Aber das mag ich auch nicht so viel herumgeschnippelt. Ich könnte zum Beispiel die Trainer rausschneiden. Falls das zu uninteressant für euch ist. Aber irgendwie nimmt das Abenteuer, das Flair. Nein, Team Flair ist nicht hier, aber irgendwie. Ja, es fühlt sich nicht mehr so an wie ein Abenteuer, finde ich, wenn man es dauernd rausschneidet. Und ja, naja, mal schauen. Ich habe all diese Pokémon, aber trotzdem konnte ich nicht gewinnen.
Und ich werde jetzt kurz heilen, das schneide ich natürlich raus. Weil das dauert doch etwas länger, aber... Naja, schreibt's mal. Schreibt's mal in die Kommis. Sonst mache ich es so, wie ich es will. Und das heißt längere Parts. So wie jetzt immer. Und ja. Ihr habt die Möglichkeit, das zu bestimmen. Und wenn es nicht nützt, dann... Dann vielleicht seid ihr zufrieden mit dem, was ich da biete. Dann mache ich auch so weiter, auch in dieser Länge. Auch, ich weiß nicht, das ist ja jetzt nicht so schlimm am Wochenende. Jetzt rede ich doch durch. Das ist ja nicht so schlimm am Wochenende, wenn es doch etwas längere Parts werden. Aber dann unter der Woche kann ich mir nicht vorstellen, die anderen haben Arbeit, Schule oder sonstiges. Da hat man ja nicht so viel Zeit für sowas. Für sowas. Naja, wie gesagt, schreibt in die Kommis und den Weg hin, den cutte ich wieder. Ah, und die Musik ist so geil. Schon wieder dieses Wort. Meryl, Meryl. Es hat sich so angehört. Und? Und? Ein Schwalbini. Ein Schwalbini. Sollen wir ein Schwalbini? Wir haben noch kein Flug-Pokémon. Wir haben kein Wir können sie ja mal ins Team nehmen. Wer das nächste Teammitglied? Wenn du sie jetzt nicht töten tust. Okay. Es schaut gut aus. Es schaut gut aus. Dann haben wir aber... Dann haben wir auch etwas gegen Käfer. Das ist gut. Männlich bist du. Ein männliches Schwalbinchen. Das würde auch zum ersten Mal sein, dass ich eins dieser Vögel hernehme, zum ersten Mal in meinen Let's Plays. Also Anfangsvögel, Taubsi, Schwalbini, Noctu, na, Noctu, so heißt das die, oder? Die erste Stufe, wie heißt die? Keine Ahnung. Ich möchte mich eher auf einen anderen Namen konzentrieren, nämlich einen, den ich Schwalbini geben kann. Schwalbini ist noch klein, es hat gerade erst sein Nest verlassen. Daher fühlt er sich manchmal einsam und weint noch. Alter, was ist denn das für ein... Was ist denn das? Dieses Pokémon ernährt sich von Baum... Hallo? Was ist denn das für ein trauriger Pokémon-Eintrag? Daher fühlt er sich manchmal einsam und weint nachts. Also das nehmen wir sicher ins Team. Also sowas kann ich nicht freilassen oder einfach in den Stich lassen. Das gehört ins Team. Das gehört ins Team. Mir egal. Mir egal, wenn ich dann so viele Pokémon habe, dass mir das, ja, das nicht mehr geht mit dem Training hinterherkommen. Aber mir egal. Sowas kann ich sicher nicht alleine lassen. Naja, männlicher Name. Jetzt könnte ich Airworm, weil das würde eher passen wegen Wind. Und Eitor hätte ich dann. Einfach so, just for the lols nenne ich dich jetzt Eitor. Das passt auch eher. Weil Eitor war, bevor er zu Raimon gekommen ist, war er doch auch sehr einsam. Eitor. Yay, Eitor. Und jetzt kümmern wir uns um Eitor. Ah, oh, ist das nicht schön. Und just for the lols, wie gesagt, weil es Sinn ergibt. Weil für Gekkaborn wäre eher Eitor der bessere Name und für Schwalbini eher Airworm. Aber egal. Naja, mal schauen. Was hast du denn sonst noch für Einträge? Adrenalin hast du. Schön, schön, schön. Und Verteidigung runter, Init hoch. Das passt eigentlich auch. Was sind das eigentlich für Hastig? Besitzt einen starken Willen. Oh. Aber es ist trotzdem verletzlich. Dieser Pokémon-Eintrag, warum so traurig? Aber jetzt gehörst du uns, Altorlein. Yay, Mann, ist es nicht süß. Ach man. Also sowas kann ich einfach nicht im Stich lassen. Und ich heile es natürlich. Mit einem KP lasse ich sicher nicht allein. Nein. So, wir sind da. Und da, und da, und da, und da. Naja, was war das? Keine Ahnung. Ja. Aber ich muss da auch wirklich immer wieder lächeln, wenn ich da einfach wieder herlatsche. Nur auf dem Weg hier, ja. Das ist einfach so schön, die Musik und die... Ah, alles. Wie oft möchte ich das heute noch sagen, dass alles schön ist? Und da, das schaut alles so herrlich aus. Mann! Mann!
Sollen wir... Nein, Aitor. Aitor, jetzt noch nix. Noch nix, Aitor. Okay, okay. Das Letzte, es ist eh bald vorbei, meine Kinder, ne? Ihr müsst nicht mehr länger leiden, auch wenn es für mich fast eine Stunde jetzt ist, aufnehmen. Naja, hallo, du alter Mann. Du alter Mann. Fehlanzeige. Hallo. Hast du ja in der Gegend zufällig irgendwo einen Knilz gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Ja. Schon allein diese Mucke. Wie er daher gewatschelt kommt. So mit so einem Buckel. Ich bin doof. Okay, irgendwie. Er ist auch auf den Kopf gefallen. Wie jener aus Paralleluniversum. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen. Aber du trödelst mir hier im blöden Burgwald zu lang herum. Die Beorterei hat mich ganz krank gemacht. Da drinnen. Deshalb knöpfe ich mir dich jetzt einfach direkt vor. Du bist ein Forscher der Damen Cooperation, stimmt's? Dann hast du wichtige Dokumente, die wir brauchen. Rück sie raus und war schnell. Wie einfach nach hinten watschelt. Mir egal, was er sagt. Du Trainer da. Das passt irgendwie überhaupt nicht. Er watschelt da einfach gemütlich nach hinten zu mir rüber und dann sagt er einfach mal: Hilfe! Bist du ein Pokémon-Trainer? Du musst mir nicht helfen, bitte! Was soll das werden? Gibst du diesem Moment Verdeckung? Hab ich das richtig gehört? Wer sich dem Drachen in den Weg stellt, kann etwas erleben. Ha! Mir ist es schnuppe, dass du noch ein Kind bist. Ich werde keine Gnade zeigen. Jop, jetzt wird gegeben. Und wie wird die Musik? Ich bin mal ruhig. Ach man, Pfiffchen, du kannst mich mal. Ja, Pfiffchen nicht, du kannst ja nichts dafür, dass du so einen Trainer hast. Oh, und die Musik, oh Mann, ich liebe alles hier. Ich liebe alles hier, ich liebe das Spiel, ich liebe alles am Spiel, ich liebe mein Dangolein, ich liebe euch, wir beide lieben euch, alle lieben sich. Naja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das Intro ist auch schön und jetzt habe ich mein 3D ist voll geschlagen. Ja, jaul so lange du willst, aber jaul so lange wie du willst. Das ergibt Sinn. Das ist alles. Ah, oh, die Musik. Diesmal sage ich nicht das G-Wort. Das G-Wort 108. Team Aquarübe besiegt. Du bist ja richtig stark. Ja. Du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Aqua anzulegen. Los! Unser Kampf geht in die zweite Runde. Sieht es aus, als wären mir die Pokémon ausgegangen. Aus meiner Revanche wird leider nichts. Tja, aber ich bin sowieso auf den Sprung nach Metaross City. Wir haben heute nämlich was vor. Du kommst also nochmal mit deinen blauen Augen mit einem blauen Augen. Schaut irgendwie so aus, wie so richtig wie ein, keine Ahnung, so ein Pirat mit so einem Buckel. Oder so ein Uga. Uga-Pirat-Mensch. Puh, das war gerade mehr als knapp. Ohne dich wären die wichtigen Dokumente in die falschen Hände geraten. Weißt du was? Ich schenke dir was hier als kleines Dankeschön. EP Tyler, yay! Yay! Mal schauen, der EP-Teiler ist ein ultra nützlicher Apparat. Ich musste mein ganzes Gehirnschmalz anstrengen, um diese Wundermaschine zu entwickeln. Wenn du den EP-Teiler einschaltest, erhalten nach einem gewonnenen Kampf alle in deinem Juhu selbst Juhu! Ja, geil. Probier ihn unbedingt aus. Mal schauen, ob das irgendwie... Wie sagt man? Abgeschwächt wurde dieser EP-Teiler oder nicht? Eigentlich mir egal. Nein, eigentlich nicht.
Hoffentlich ist er so wie in Pokémon X und Y. Dann kann ich so viel Pokémon trainieren, wie ich will. Und ich habe noch ein technisches Wunder für dich, Apparat, tun heile, nämlich schwuppdiwupp. Wie heilst du jetzt meine Pokémon? Na? Dein Hingle Hane, aber einen Augenblick, sag mal, meinte dieser Schuft von dem Magma nicht, er sei auf dem Weg nach Mr. Rosini? Oh nein, das ist riesig Bräun! Ich darf keine Zeit verlieren. Ich darf keine Zeit verlieren. Der Part ist eh lange genug geworden jetzt. Ich würde, ich hätte jetzt noch gedacht, und die Sonnenstrahlen schauen schön aus. Hier in den Sonnenstrahlen werde ich mich verabschieden. Und wir haben ja ein neues Teammitglied, Eidolein. Aber wirklich, warum hat das so ein... Hat das schon in Saphir so einen Eintrag? Naja, jetzt haben wir ein Eidolein, ein einsames Schwalbini, das unsere Liebe braucht. Auch eure Liebe. Liebe. Was ist Liebe? Ich kenne nur Liebe. Keine Ahnung. Er streckt sich wieder und ihr wisst, was das bedeutet, wenn sich unser Protagonist streckt. Oder so den. Nämlich, dass es Adios heißt. Adios, Amigos. Tschüss. Dango muss auch nochmal Tschüss sagen. Tschüss. 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 Was soll das? Ich weiß nicht.